Um die Kaufkraft in Graz zu halten, die städtischen Unternehmungen zu unterstützen und möglichst viele Arbeitsplätze auch in Handel, Gastronomie und Hotellerie zu haben, hat die Stadt Graz gemeinsam mit der Kaufmannschaft vor vielen, vielen Jahren einen Graz-Gutschein ins Leben gerufen. Dieser Graz-Gutschein wurde am Anfang sogar belächelt. Mittlerweile ist es eine, würde ich sagen, eigene Währung in der Stadt Graz geworden. Im vergangenen Jahr haben wir schon Graz-Gutscheine im Wert von 8 Millionen Euro verkauft und es schaut auch heuer so aus, dass wir jetzt schon um 1 Million mehr Umsätze mit Graz-Gutscheinen getätigt haben als im selben Zeitraum vergangenes Jahr. Das ist alles sehr erfreulich und damit das noch besser wird, haben wir uns jetzt was Besonderes einfallen lassen. Jetzt gibt es diese Graz-Gutscheine dann auch ganz einfach im Internet zum selbst ausdrucken. Man kann sie unterschiedlich individuell gestalten, man kann sie personalisieren und man kann sie sich zu Hause einfach als Geschenk ausdrucken. Im Jahr 2021 hat die Holding Graz zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung gesetzt. Wir haben euch ja bereits berichtet über unsere neue Website, über den Ausbau des WLAN-Netzes in Graz und über unsere digitalen Apps wie Graz Mobil oder Schau auf Graz. Heute bin ich sehr stolz, dass wir das nächste Großprojekt ankündigen dürfen. Ab 1. Dezember gibt es den digitalen Graz-Gutschein. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, den Graz-Gutschein ab sofort auch zu Hause als Print-at-Home-Variante auszudrucken und beispielsweise als Last-Minute-Geschenk zu nutzen. In Graz gibt es knapp 700 Partnerbetriebe, die den Graz-Gutschein anbieten. Das heißt, wir sind uns sicher, dass wir auch in diesem Advent für die Grazerinnen und Grazer das ideale Weihnachtsgeschenk zur Verfügung stellen. Also freut euch drauf, dass es auch im Jahr 2021 heißt, Graz als Geschenk über den Graz-Gutschein.